Das ist die Tabuisierung vom großen Teil des Dritten Reiches gewesen. Und im Kern dieser Tabuisierung, im Zentrum dieser Tabuisierung, hat natürlich mein Kampf gestanden. Und alles, was dazu dienen kann, diese Tabuisierung zu beenden, ist politisch gut. Niemand hat überlegt, dass wenn er jetzt Straßen baut, warum er sie baut. Er baut sie, damit seine Panzer rollen können gegen die anderen. Das haben wir schon vermutet und fast gewusst, warum er die Straßen baut, warum er verschiedene Sachen macht und die Fabriken langsam umrüstet für den Krieg. Nicht? Es waren ja Firmen wie Siemens und viele anderen, die waren nicht auf die Rüstung, und die hat man langsam umgerüstet für den Krieg, alles. Ich habe ja auch im Lager in Siemens gearbeitet, ich weiß, was dort erzeugt wurde. Aber die Leute haben sich diese Hoffnung gestellt und gesagt, ah, da wird alles gut und ich werde Arbeit haben und so weiter. Und so ging das langsam, so begannen wir dann zu schauen, wie die Leute auf alles reagieren. Und dann haben wir uns gedacht, jetzt müssen wir auch etwas ohne Verbindung zu irgendeiner Partei zu haben. Das war wirklich nicht politisch, das war in der Minderheit, obwohl ich, wie gesagt, in dieser Links erzogen wurde. Aber wir haben uns gedacht, das kann nicht so, wir müssen etwas tun, wir müssen etwas machen. Und da haben wir also dann, nicht gleich im 38er, aber bevor noch der Krieg begonnen hat, haben wir also, so wie alle anderen Gruppen, ohne dass wir uns abgestimmt haben, haben wir Flugblätter verfasst, also Matrizen geschrieben, abgezogen und verteilt. Aber das muss ich dazu sagen, wir hatten in unseren Reihen schon Tschechen, die aber auch schon Kommunisten waren. Und die haben das irgendwie, die waren in fast allen Gruppen, waren sie die treibende Kraft. Das muss man zugeben und das weiß, glaube ich, heute jeder, dass die aktivsten und dass viele Sozialdemokraten Kommunisten wurden, weil sie gesehen haben, das sind die treibende Kraft, das sind die jenen, die etwas wollen, dagegen unternehmen. Und so haben wir auch also in diesem Sinne Flugblätter gedruckt und gesagt, Hitler bedeutet Krieg, Hitler bedeutet Aggression, Unterdrückung anderer Völker, Ausrauben anderer Völker, Abschieben anderer Völker und so weiter. Also in dem Sinn haben wir also unsere Arbeit begonnen, nicht?